Paris Saint-Germain schaltet Bayern aus, die Wiener Austria muss den nächsten Rückschlag einstecken und der KAC macht den nächsten Schritt Richtung Titel in der Eishockey League. Das sind unsere heutigen Schlagzeilen. Herzlich willkommen im KRONE.at Sportstudio. Bayern München hat ihre Chance auf die Titelverteidigung in der Champions League gestern verspielt. Im Viertelfinalrückspiel gegen Paris Saint-Germain haben sie zwar mit 1:0 gewonnen, gereicht für den Aufstieg hat es nach dem 2:3 Hinspiel aber nicht. Aufgrund der Auswärtstorregel hat der deutsche Rekordmeister mit ÖFB-Star David Alaba den Kürzeren gezogen. Damit haben sich die Franzosen für die Champions League-Finalniederlage in der vergangenen Saison revanchiert. Das zweite Halbfinalticket des gestrigen Abends hat sich Chelsea gesichert. Den Londonern hat eine 1:0 Heimniederlage gegen Porto für den Aufstieg gereicht. Das Team von Thomas Tuchel hat bereits vorige Woche in Portugal mit 2:0 gesiegt. Damit steigen sie mit einem Gesamtscore von 2:1 auf. Heute werden die letzten zwei Halbfinaltickets ausgespielt. Dabei empfängt Borussia Dortmund Manchester City. Im Hinspiel konnten sich die Engländer mit 2:1 durchsetzen. Im zweiten Spiel des heutigen Abends trifft Liverpool auf Real Madrid. Das Weiße Ballett geht mit einem 3:1 Vorsprung ins Rückspiel. Im Live-Ticker sind Sie heute auf KRONE.at ab 21 Uhr mit dabei. Auch in der zweiten österreichischen Liga wurde gestern Fußball gespielt. Da hat Austria Klagenfurt wieder einen Schritt Richtung Aufstieg in die Tipico-Bundesliga gemacht. Die Kärntner setzen sich in Amstetten klar mit 6:1 durch. Damit haben sie nur noch 3 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Lafnitz. Die ersten 2 Plätze würden für einen Direktaufstieg genügen. Sollte das Team von Peter Packhult nicht gelingen, müssten sie in der Relegation gegen den Letzten aus der obersten Spielklasse antreten. Auch die Konkurrenz um den Aufstieg schläft nicht. Wacker Innsbruck siegt gestern in Horn mit 3:2 und liegt nur 2 Punkte hinter Klagenfurt. Die dritte Mannschaft im Kampf um den Aufstieg spielt heute. Der GAK empfängt um 18.30 Uhr die Oberösterreich Juniors. Die Wiener Austria kommt aus den negativen Schlagzeilen nicht heraus. Jetzt droht ihnen sogar der sportliche Abstieg. Gestern hat ihnen der Senat 5 in erster Instanz die Lizenz für das Oberhaus für die kommende Saison verweigert. Alle anderen 11 Clubs in der Bundesliga haben die Spielgenehmigung erhalten. Auch aus der zweiten Liga haben Austria Klagenfurt, Wacker Innsbruck und der GRK im Falle eines Aufstiegs die Spielberechtigung für die oberste Klasse bekommen. Die Violetten wollen Protest gegen die Entscheidung einlegen und fristgerecht zusätzliche Informationen einbringen. Dafür haben sie 8 Tage Zeit. Die Entscheidung vom Protestkomitee fällt dann bis 27. April. Die Austria kämpft schon seit Längerem mit massiven finanziellen Problemen. Der jüngste Geschäftsbericht weist Verbindlichkeiten von 78 Millionen Euro aus. Alleine in der Saison 2019/2020 haben die Veilchen ein Minus von 18,8 Millionen Euro geschrieben. Der neue Investor Insignia soll da eigentlich für wirtschaftliche Erholung sorgen. Geld soll bis dato aber noch keines geflossen sein. Insignia-Vizepräsident Lukas Suhr hat zudem gestern klargestellt, dass der Erhalt der Lizenz nicht in die Zuständigkeit seines Unternehmens fällt. Er möchte aber trotzdem helfen, wenn der Club Hilfe benötigt. Adi Hütter wechselt im Sommer von Eintracht Frankfurt zu Borussia Mönchengladbach. Er wird Nachfolger des ehemaligen Salzburg-Trainers Marco Rose. Hütter hatte in Frankfurt noch einen Vertrag bis 2023 und wird die Borussia eine ordentliche Ablösesumme kosten. Laut deutschen Medienberichten soll es sich um 7,5 Millionen Euro handeln. Bis 2024 hat der Österreicher nun einen Vertrag bei den Fohlen unterschrieben. Mitunter kann er dort auch die ÖFB-Spieler Stefan Leiner, Hannes Wolf und Valentino Lazzaro zu seiner Mannschaft zählen. Der Eishockey-Rekordmeister KAC ist am besten Weg, den Titel in der Eishockey League zu holen. Die Klagenfurter haben gestern mit 5:4 auch das zweite Finalspiel der Best-of-Seven-Serie gegen den HCB Südtirol gewonnen. Damit liegen sie schon mit 2:0 vorne. Das dritte Duell steht am Freitagabend im Bozen am Programm. Das waren die wichtigsten Sportschlagzeilen des heutigen Tages. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Mittwoch und bis morgen im KRONE.at Sportstudio. Boom, boom, boom.